Nach dem Verkauf des Horns hatte ich etwas Geld übrig. Jetzt sollte neues Werkzeug her. Farkus ist einer der wenigen Händler, die es riskieren, einem freien Vinier Waren zu verkaufen. Er verlangt horrende Preise, aber lieber zahle ich die, als dass mich sogenannte Stadtwächter herumkommandieren, die sich ihre Prozente abzweigen. Seit Jahren drängen sie, ich soll einer ihrer Gilden beitreten, aber ich habe kein Interesse. Vielleicht begreifen sie es und geben es auf. Vielleicht werden sie auch noch massiver drohen. Nichts, womit ich mit Vorsicht und ein bisschen glücklich zurechtkäme. Und das Glück scheint endlich auf meiner Seite zu sein.